Wenigstens, Alter, 53.000, er ist einfach reich. Ja, Sturmgewehre. Ja, gut, ne? Wir haben gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Die Reaper 3 habe ich, genau, die habe ich behalten. Ach, ich habe jetzt eine leichte an, oder wie? Oder? Ne, ich habe nur. Ach so, okay, ist gut. Ja. Gut. Ashley! So, du kriegst jetzt auch mal eine bessere. Du kriegst mal die hier. Siehst du mal ein bisschen besser aus. Ist die, die sie jetzt anhatte, richtig? Nee, die. Du kannst sie behalten. Hier braucht sie nix. Die kommt eh nicht mit. Phasenmunition, okay, du kannst sie behalten. Keinen! Ah, du kommst ja auch so gut wie nie mit. Deswegen kriegst du. Ja, gut, du brauchst keine neue. Garrus! Alter, von dem Kupferstecher. So, du kriegst. Wenn, dann kriegt er vielleicht die. Ah, ne, die krieg ich ja. Stimmt. Stimmt, der kann die ja nicht tragen wegen Mensch. Witzig. Aber sie kann die tragen, das ist ja schön. Dann kann sie nämlich. Ach ja, die. Hahaha, witzig. So, Rex, dich mag ich nicht, deswegen rede ich nicht mit dir. Ashley mag ich auch nicht so richtig. Die einzige, die ich noch mag, ist. Tali. Oh, hallo Shepard. Deprimiert? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normandy, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können sie nachts gut schlafen? Schöne Stille. Mir gefällt diese friedliche Stille. Keine Sorge, sie werden sich daran gewöhnen. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an, als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin, vermisse ich sie. Heimweh. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist wahr. Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Gehen sie zurück? Aber sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Das stimmt. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja, sie hat nicht viel zu sagen. Ist ja auch gut. ja. Garrus, du alter Ratte, du. Wo bist du? Da bist du. Du bist immer rechts. Du bist immer meine rechte Hand. Commander, wie geht es Ihnen? Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Nennen Sie einen. Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich wollte gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und anderen helfen. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas damit zu tun hatte. Er gehörte zur Zitadellsicherheit. Er war einer der Besten. Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Heldentaten oder sah sein Bild nach einer großen Verhaftung auf den Videos. Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Das verstehe ich. Das ist hart, aber man sollte doch annehmen, dass er beeindruckt ist, dass sie Saren verfolgen. Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadellsicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen.
Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Ein Spectre? Sie hätten ein Spectre werden können. Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ich hätte eine Spezialausbildung machen können, aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Verstehe. Ich kann seine Besorgnis sogar verstehen. Können Sie das? Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen. Den Regeln der Zitadellsicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Nur weil sie die Regeln brechen können, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch tun sollten. Ich muss mich nicht auf Sarens Ebene begeben, um ihn aufzuhalten. Und Sie müssen es auch nicht, Garrus. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich werde darüber nachdenken. Danke, Commander. Garrus, du bist Bruder. Egal, was du machst, du bist immer richtig drauf. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur nächsten Welt, ne? Ja. Ja, bin ich hier richtig? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, mit Rex und Ashley, na, ich mag die nicht. Rex ist für mich so überheblich, viel zu überheblich, arrogant und der handelt zu schnell und aggressiv. Und Ashley, ja, sie irgendwie auch, sie ist ein bisschen arrogant, finde ich. Ach, einen haben wir eiskalt vergessen. Den geilsten der geilsten. Der ist mit Garrus der geilste Charakter. Ich mag den so sehr, den Typ. Und zwar Joker. Hey, Commander. Bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Tut mir leid, Joker. Ich wusste gar nicht, dass Sie krank sind. Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, scheiße. Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Ist doch gut. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Woher kommt denn eigentlich Ihr Spitzname? Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Schon klar. Sie erinnern mich irgendwie an den Weihnachtsmann. Also gut. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. unglücklich gewesen? Warum haben Sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander.
Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Stimmt. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Was für eine Krank... was für eine Krank... wissen wir ja. Persönliche Vergangenheit? Wie sind Sie zur Allianz gekommen? Wenn Sie die Geschichte von dem kranken Jungen, der sein Schicksal besiegt hat, hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mutter hat als Zivilberaterin in der Allianz gearbeitet. Okay. Ich wuchs quasi auf der Arcturus-Station auf. Zu dieser Zeit gründeten sie gerade die Flotten. Ich habe meine ganze Jugend auf den Schiffen der Allianz verbracht. Also war es kein Wunder, dass ich zur Akademie ging. Ja. Was für eine Krankheit? Ich muss mehr über dieses Frohlich-Syndrom wissen, wenn ich Ihnen mein Schiff anvertraue. Natürlich. Es ist eine extrem seltene Krankheit. Niemand weiß genau, wodurch sie ausgelöst wird. Okay. Vielleicht genetisch bedingt. Man kann sie behandeln, aber nicht heilen. Ich gelte als mittelschwerer bis schwerer Fall. Bei meiner Geburt hatte ich mehr als ein Dutzend Brüche. Hüften, Oberschenkel, Sprunggelenk. Schon in der Gebärmutter brachen meine Knochen. Noch vor 100 Jahren hätte ich das erste Lebensjahr nicht überlebt. Aber dank der modernen Medizinwissenschaft darf ich mich ein nützliches Mitglied der Gesellschaft nennen. Es besteht aber nicht die Gefahr, dass Sie sich nur durch das Fliegen des Schiffs die Knochen brechen, oder? Ich fliege nicht mit meinen Füßen, Commander. Alles Stimmt. kein Problem, solange ich in diesem Stuhl sitze. Ich muss nur sehr vorsichtig sein, wenn ich aufstehen und pissen muss. Ich kann meinen Job so gut wie jeder andere auf dem Schiff erledigen. Und sogar besser. Also keine Sorge. Ich wollte Sie nicht vor den Kopf stoßen. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Nur zu, Commander. Ja, doch ich muss nicht. Gehen. Bis dann. Ja, interessant. Asari, Kultur, Trojaner-Kultur, Planeten und Orte, Station, Arktostation, bla bla, Spieltutorials, bla bla. Ach hier. Das Marco wurde als... Die Normandie ist ein... Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit... Noch mehr! Wo denn? Ach ja, Technologie. Okay. Ja, ist doch... Okay. Immer schon ein bisschen XP abgreifen hier. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum neuen Planeten. Wusch. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Von wem? Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. God damn. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Gut, ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Zitadellsektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Klingt dringlich. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Okay. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Danke für die Info. Ich kümmere mich darum.
Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Okay, vorbildlich 2, dann würde ich mal sagen, genau. Wie vorbildlich sind wir jetzt eigentlich? Würmeier. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Okay, Noveria ist jetzt das letzte und jetzt müssen wir dann noch dahin gehen. Würde ich mal sagen, gehen wir auch da als erstes hin. Bevor wir uns damit den Geth komplett anlegen. Und ja, go go, ne? Würmeier. Gut, 30 Minuten sind es noch. So, Ferros haben wir ja schon. Okay, hier schon mal nicht. So, Ferros. Herkules? Nein. Hier, Würmeier. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Jo. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Was kann ich tun? Was soll ich für Sie tun, Admiral? Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Mhm. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Wurde jemand verletzt? Wie viele Todesopfer gibt es bisher? Bevor wir erkannten, was dort vor sich ging, wurden 17 Marines bei der Simulation getötet. Mm. Darum haben wir Sie kontaktiert. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich Sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Okay. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Ich kümmere mich darum. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber sie sind immer noch ein Mensch. Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Ja, dann werde ich das jetzt erst machen. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Nur wo? Um ehrlich zu sein, will ich jetzt erstmal komplett nachgucken. Tagebuch, wo ist denn das? Das... Boah, ne, wisst ihr was? Leckt mich doch am Arsch. Ich will nur die Story machen. Solche fetten Nebenaufgaben mache ich erst nur im zweiten Teil. Ich habe beim ersten Teil würde ich eigentlich nur die Story machen. Weil... Keine Ahnung, ist es... Alter, schön. Wunderschön hier. Ja, dann würde ich mal sagen, landen. Mir gehört ja zur Hauptstory, deswegen. So, wer wohl als Liara Tissoni und Garrus? Garrus. Ich meine, ich Tali Metallo. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Gut gemacht, Joker.
Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Mist. Okay, fahren so weit. Können wir doch nicht. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal Marco. Marco ist einfacher. So. Ich weiß, dass das Feinde sind.